So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur zweiten Runde. Ich habe die Webcam jetzt gefixt, sorry, dass sie im letzten Game scheiße lag. Ich war einfach so im Hype, ich konnte nicht drauf achten. Und jetzt kommt es zur zweiten Runde. Ich habe ziemlich Schiss, weil Maxim, ich stelle mir die ganze Zeit Fragen, die ich mir noch nie gestellt habe. War scheinbar fucking deep in StarCraft drin. Deutlich deeper als ich. Aber ich habe den Experience-Vorteil aus den letzten Wochen. Du hast die letzten Wochen gesagt, und das Umstellen des Rasters ist GG. Ja. Also das ist wirklich, das tiltet mich quasi noch mehr. Aber ich dachte, ich müsste, heute zum Beispiel, habe ich die ganze Zeit Age of Empire gespielt, weil ich dachte, ich will jetzt zumindest eine geile Challenge spielen. Und vielleicht hätte ich doch eher eine Runde StarCraft noch reinschieben sollen. Ich dachte halt nicht, dass ich es brauche. War ein bisschen overconfident vielleicht. Ich habe auch wieder alle Units reingeschickt. Das ist halt gewesen. Oh, das kostet noch 75. Alter. So, okay. Also ein bisschen struggle ich auf jeden Fall noch. Also die Steuerung, die fickt meinen Kopf so. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. She's fucking my head! Around, around, and around. Hast, wird GG gemacht. Alter, was ist das für eine Map, die du hier... Sehr gerne gesehen. Ich hab nichts gesagt. So mapmäßig ist das hier auf jeden Fall für mich Neuland. Du willst mich ablenken, weil da hinten irgendwas planst. Natürlich plane ich da hinten was. So. Brauchst du gar nicht. Das ist auf jeden Fall... Das ist halt einfach GG. Wow, du planst beides? Was? Na gut. Warum erzählst du denn immer sowas? Dann halt nur Marines. So, jetzt muss ich an Tasten. Hä? BBS? Oh, meins gewinnt ja, ne? Manchmal. Das ist der Vorteil. Mein Glückwunsch zu diesem hervorragenden Sieg. Sieg ist in greifbare Nähe gerückt. Darüber kann man streiten, ne? Ja, das Depot kostet nur 75, ne? Wie das ausgedacht hat. Er ist halt meint. Fucked. Munition ist da. Ist so krass, ne? Ich hab diese Build-Order jetzt ja gigafiel gespielt, ne? Ja, aber Dex, ich krieg die ja einmal clean runter, weil ich einfach so fucking nervös bin. Ich denke mir die ganze Zeit, das kann doch nicht sein, dass ich so nervös bin. Und dann bin ich einfach noch nervöser und denk mir, ja, das ist einfach dumm. Warum bin ich so? Warum bist du so? Nicht passt, wird passen, gemacht. Sagt das dein Typ die ganze Zeit oder laberst du einfach nur? Ich laber das die ganze Zeit und er sagt das auch sehr viel. Ja. Auch sehr viel. So. BBF bereit. So, zack. Das. Ich meine, ich weiß wirklich nicht, wo mein Problem liegt, ja. Warum wegen der Universität oder was? Ja. Das ist halt RTS. Es ist aber RTS auf Crack, was ich hier mache. Mein Herz schlägt so schnell. Oh mein Gott. Ich habe einfach Units transferiert. Transferiert? Und weißt du, was passiert ist? Der Bunker war oben. So einfach komplett GG. Okay, ich habe wirklich keine Ahnung von der Welt. Das musst du gleich sehen, von dir. Ich habe einfach Units dran von mir und das Gate war oben. Na, was du? So. Schöne ist, das habe ich eben auch die ganze Zeit gemisst, während wir Age of Empire gespielt haben. Man kann ja Fehler bei hier ausbügeln als Protoss, weil du ja einfach diesen Boost hast. Und dann musst du halt sagen, okay, fuck it. Ich verzichte auf den Chromo-Boost. Ach, stimmt. So, und damit kann man halt immer so die gröbsten Schlitzer, kannst du damit halt kurz mal rausbügeln, so, ne? Ja. Das geht bei Age of Empire jetzt nicht so. Das wird die ganze Zeit nur so, ey, ich hätte das voll gerne, könnt mir vielleicht, ne? So, dass ich einmal ganz kurz meine Economy boosten darf. Könnte ich da kurz. So, könnte, dürfte, wollte. So.
Jetzt bist du hier, das Schätzchen. Schätzchen nicht einfach immer nur. Turnierst du den Ton an? Ton? Ja. Wie? Hast du ihn an? Ja, ja, klar, aber warum soll ich reagieren, wenn da so ein Typ so ein bisschen rumschießt? Ne? Ja, das ist aber, also der hat halt wirklich viele abgeknallt. Ich weiß auch nicht, ich habe keine Nachricht bekommen, dass ich angegriffen wurde. Wirklich? Ja, wenn du dies gesagt hättest, hättest du da alle killen können. Ja, ich bin halt nett, weil ich will halt mit dir spielen. Hm, ich weiß auch nicht, was da los war. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ne? Aber hey. Man lernt. Man lernt. Vor allem habe ich da extra schon einen Stalker hingestellt gehabt, damit das nicht passiert. Nee, stand keiner. Ja, ja. Ich habe halt wirklich viele Arbeitslose. Ich bin halt echt nicht gewohnt, dass man... Ja. Da habe ich doch was gesehen. Da hatte ich doch was gesehen. Da war was, sagst du? So. Not this time. So. Ich verstehe einfach nicht. Was verstehst du nicht? Ob ich so nervös bin. Ich kann das alles spielen, ich weiß das. Ich muss nur ein bisschen aufhören, so fucking nervös zu sein, ne? Der ist halt echt GG hier. Was ist denn jetzt passiert? Was soll passiert sein? Der hat einfach 7 Millionen meiner Aufträge abgebrochen. Ich weiß nicht warum. Kaboom, Baby. So aufhören, einfach sinnlos für dich hinzu. Leid machen, Jungs. Okay, Alter. Boah, das ist ja wirklich... Das ist halt insane, Mann, was ich hier mache. Okay. Haben wir was gesehen? Ganz kurz noch. Aber dann wird definitiv was gesehen. No, Mike. Das ist mir hier zu krass. Okay, mach das. Dafür hast du noch meinen Segen. Oh, Fing. Kennst du? Naradien fällt erschöpft? Nee. Haust. Das Problem können wir ja lösen, du musst noch vorbeikommen. Wir kommen gleich. Ja. Geht gleich raus. Leider einen klitzekleinen Missplay gemacht. Ich liebe es, gegen Melees zu fighten, die sich nicht wehren können, Alter. Kann ich mir vorstellen. Ich wäre in diesem Fall auch lieber ein Nicht-Mili, der sich wehren kann. Puh, okay, ich glaube, es wird Zeit, auch mal aktiv zu werden. Ja. Ich gehe ja gerade ein bisschen aufs Maul, ne? Jetzt erst Stim. Ich habe einfach eine Sekunde zu spät angegriffen. Hast du eigentlich den Sound an? Ja. Oh. Mann, das ist ein lustiges Meme. Fucking hell, ja.
fucking hell, ey. Da wollte ich... Ja, Mann! Ah, da holt er die erste Runde, ey. Wie kann man, also, wieso haben man 12 Arbeiter am Anfang? Das ist insane, ne? Ja, Stress ist insane. Ich hab übelst Herzrasen und Zitter wie Schwein. Alter, same. Der Moment, wo man einfach merkt, ich kann so viele Baracken bauen, drop die irgendwie. Das ist so meine Base, dachte ich, das ist aber asozial. Das sind aber nur 8 oder so. Du kommst nicht mal in meine zweite Basis rein. Und es war halt fast, sind überhaupt noch Minerals dort? Ja, nicht viele. Also das hat sich nicht so gelohnt. So, das heißt, in das zweite wärst du gar nicht reinkommen, weil alles so fucking im Weg steht. Ja. Und es war halt wirklich, ich habe halt einen Triple Tag gemacht. Ich habe einfach Stim, Schild und Concussive Shells gleichzeitig gemacht. Und greife vorher an, merke dann, oh, stimmt, wird komisch. Oh, ich habe Stim bekommen. Y. Alles tot. Das tat richtig weh. Ah, es tat richtig gut. Also selbst wenn ich das nächste Game jetzt verliere, war das für mich schon... Oh, wie zurückspulen, ich bin halt behindert, ne? Ich komme nicht aus dem Game raus. Das ist gut, dass ich hier Apfelsaft trinke. Ich bin so glücklich, dass du fucking Protoss bist. Ja, so. Das ist halt, deswegen war ich ja so übel nervös, so, oh nee, er ist auch Terraner. Wie geht denn das eigentlich, wenn alle Range haben? Was drücke ich dann? Da ist glaube ich, der Tick-Vorteil OP. Zum Beispiel bei dem ersten Game halt komplett fail. Aber jetzt zum Beispiel hatte ich halt die Transition zu den Fliegern auch wieder zu spät, aber sie kam irgendwann, übel viel gebracht. Und als der, Entschuldigung, aber es ist halt GG, ne? Aber als der Triple Tech dann da war, war es einfach nur, ich habe Stim, ich habe Shield und die Slow Shields, die Slow Shells. Und die Slow Shells sind halt retarded. Da kommt halt, der Charge hat einmal und danach. Naja, wenn du das vernünftig kannst, ist es tatsächlich relativ schwer, aber ich habe ja auch Mikro-Rogo-Horror-Kurzsache gespielt. Dark Templar, Mann. Dark Templar, ich habe die ganze Zeit mit Dark Templern gerechnet, deswegen habe ich die ganzen Tech-Gebäude gleich weggeknallt. So, ja. Weil meine Orbital-Dinger... Ich bin halt schlecht im Newels, so. Ich bin halt einfach schlechter. Die ersten Newels kriege ich noch hin und danach wird nur noch kaputt gescannt. Aber ich hätte erst zur Base klicken müssen und dann wieder zurück und dann hätte ich gescannt. Deswegen habe ich ja die Schlitzgeräusche von deinen Zealots haben mich gegen Ende übel gefickt. Weil die chargen rein und schon diese... Und ich denke, nein, bitte. Dann war dein Zealot tot und ich gucke nur auf die AP-Leisten. Nichts bewegt sich in die Base! Sofort rein. Ich hätte auch nicht durch den. Also wir hatten bei dem Fight, hatten wir genau denselben Wert in der Armee. Ja, ist halt Range. Also ich glaube, es sind die 8, damit ich deine Base gerusht habe. Nee, die hätte ich auch getötet. Weil das Ding ist, also mein Sendepunkt war übel schlecht. Also mein Sendepunkt, der muss ich verlagern. Normalerweise, zum Beispiel bei Warcraft, machst du den Sendepunkt auf den fucking Hero. Wobei Warcraft ist eh nochmal beschissen, weil zu wenig Units sind. Hier sind es ja 1 Million. Ja. So, aber ich habe einen mobilen Sendepunkt jedes Mal gehabt. So, dann die Reaper hast du dich übel trollen lassen. Also, dass ich den zwei hintergeschickt habe, die haben dich dann genervt und ich bin in deine Vordertür reingegangen. Ja, das darf halt nicht passieren. So. Ja, ich hatte hinten in dem Moment weggezogen und ich war halt gerade am Micro und deine Base. Also, ich hatte quasi die 7 in deiner Base und währenddessen warst du in meiner. Und ich hatte die Hoffnung, dass quasi, wenn ich reinrenne, aber du hast ja nicht mehr die Nachricht quasi bekommen, dass deine Base angegriffen ist. Das habe ich auch nicht gepeilt. Ja, also da würde ich gerne wissen, ob das im Spiel mittlerweile so drin ist. Es kann sein, weil ich habe das erste habe ich auch nicht mitbekommen. Weil ich fand das ein super witziges Meme so. Ja, ja. Hörst du was? Weil ich habe halt wirklich nichts gehört. Ja. Deswegen, den ersten hätte ich wahrscheinlich, also, keine Ahnung, den hätte ich wahrscheinlich 6 Mal drin lassen müssen. Weil es einfach GG ist. Aber die Minerals, ich habe halt noch nie mit Expansion gespielt. Das Leben kann so schön sein. Und es steht doch alles da, wie viel Worker man drauf haben muss und so. Und ich habe ja noch übel viel verkackt. Ich dachte, ich overworke halt übelst Sodde, damit alle so schreien, will, möglich, keine Ahnung. Und dann ist das zweite, das ist die Dings fertig und ich schicke alle rüber. Schick 5 Mann rüber und die stehen so vorm Depot.
Mach das mal runter. Terrible. So. Wir gehen jetzt suchen jetzt eine Karte auf. Ja, das können wir gerne nochmal spielen, aber finde ich jetzt auch fürs Auge nicht geil. Weil dann haben die Leute mehr einen Unterschied, wenn sie die Videos sehen. Big Game, ja, oh, Big Game Hunter haben die neu.